Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dark Souls. Ich habe nochmal nachgeguckt, augenscheinlich haben wir eine Person übersehen. Also eine bestimmte Person, die wir eigentlich schnell hätten finden müssen. Dafür muss ich nochmal kurz in den Gefängnisturm zurück, tatsächlich. Und dann farme ich mir kurz noch die 30.000 Seelen zusammen, wenn ich das nicht quasi auf dem Weg machen kann. Und dann müssen wir quasi nochmal an den Beginn der Archive zurück, um jemand ganz bestimmten, also um quasi Logans Questline zu erledigen. Vielleicht schaffe ich das alles in dieser Folge, ich weiß es nicht. Erstmal muss ich zurück in den Gefängnisturm. Und die Person müsste eigentlich in einer der Zellen sein. Und die hätten wir doch erkannt. Ich meine, ich wundere mich einfach, dass wir da dran vorbeigelaufen sind. Na, ich bin ein Mensch, ich bin fehlbar. Oh, ich merke gerade auch, ich laufe in die komplett falsche Richtung. Ich hab's ja gesagt, Mensch unfehlbar. Einfach hier vorbei. Auch du, Zauberer, ja, mach du nur deinen komischen Buff-Tanz. So. Executed. Oh, die machen aber auch einen Schaden. Die Kerl. Ach, der ist gebufft. Dann ergibt's mehr Sinn. Aber gebufft heißt nicht unsterblich. So, weiter. Ich werde jetzt einfach mal in jede Zelle gucken. Da müsste nämlich jemand ganz Bestimmtes sein. Ach, da gibt's auch noch was. Also es hieß in einer Zelle des Gefängnisturms und man braucht den Prison Extra Key, den wir ja haben. Meine ich. Ach ja, erstmal Fürstenseelenscherbe. Dieses Fürstenseelenfragment wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Seath hatte sich mit Fürst Gwyn gegen die Drachen verbündet und dafür den Adelstitel eines Herzogs und das Fragment einer großen Seele erhalten. Es ist nur ein Bruchstück, sättigt aber dennoch das Herrschergefäß. Ansonsten haben wir hier die Kristallglut, die wir schon gefunden haben, zur Waffenumwandlung erforderliche Glut von Seath, dem Schuppenlosen, gefertigte Kristallglut, wird nur von des Riesengottes Schmieden bearbeitet. Wandelt eine Standardwaffe plus 10 zu einer Kristallwaffe um. Eine Kristallwaffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Kristallwaffen sind mächtig, aber zerbrechlich und irreparabel, wenn sie zerstört werden. So, hier gab es doch Archivzelle Extraschlüssel. So, erstmal du, Freundchen. Das hat er geblockt? Wie blockt man denn Blitze? Okay, merke, ich muss doch nochmal zurück. Und das dann intelligenter machen. Insbesondere, dass ich da. Also ich hasse diese Viecher, vor allem wenn die so zu zweit kommen. Das ist nervig. Aber geht nicht anders. Da blockt er einfach den zweiten Angriff. Das dürft ihr nicht, das ist nicht nett. Ihr dürft doch nicht meine Mechaniken hier verwenden. Böse Höhlen, ganz böse Höhlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir halt dann hier
Schaden, den die machen, ist aber auch nicht feierlich. Selbst wenn die nicht gebufft sind. Da war ich schneller. So. So, diesmal weiß ich, bei den Schlangen aufpassen. Und dann gehe ich jede einzelne Zelle ab. Schau immer wieder, kann ich da was öffnen? Und dann werden wir sie schon finden. Also, ich sag schon mal, es ist eine Sie, die wir da finden werden. Und dann werden wir auch eine Sache finden, die sehr gut zu uns passt, die uns sehr gut stehen wird. So, kann ich dich anvisieren? Ja, jetzt passt's. Dass den das nicht tötet, ist echt lächerlich. Alter, was war das denn für ein Sprung? So einen Einzelnen, da habe ich kein Problem mit, den im Nahkampf zu erledigen. So. Hier haben wir nur ein paar Kristallhöhlen, oder? Boah, dieser Schildhieb von denen ist so schnell. Einer hat immerhin was gedroppt. Kadeos Schild. Hier kann man mit der Schlüssel raus und. Ach, ich kann es aber nicht so schließen, dass ich da weiterlaufen kann. Was bringt mir das dann? Warte mal, da ist was. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den Sturz nicht überstehen werde. Oh, ich überstehe den Sturz. Vergiss es. Eine Ritterseele. Ist das vielleicht sogar dann der Weg, den ich. Ich habe halt nur gelesen, dass ich diesen Schlüssel brauche, um zu der Person zu kommen und dass er in der Zelle sitzen soll. Na toll. Sitze ich hier auf einer hohen Position und habe keine Ahnung, wie ich hier runterkomme oder was? Na gut, hier geht es noch mal kurz ein bisschen weiter und man kann da wahrscheinlich irgendwie auf diesen Torbogen springen oder so. Dann landet man aber auch schon zwischen irgendwelchen. Ah, Moment, hier. Okay. Interessant. Aber waren da nicht hier irgendwelche Gegner? Bin mir nicht sicher. Aber wozu habe ich meine Auffrischung? Zur Sicherheit frische ich mich jetzt auf. Springe dann runter. Ich hatte es richtig in Erinnerung. Einmal Götterzorn für alle. Und nochmal. Und der dritte. So. So läuft's doch. Wo ging's denn hier? Ach nee, hier war nur die Truhe. Und das Gerät, was die Piaskas aggressiv macht. Gut, dann werde ich jetzt quasi den Turm von unten aufräumen. Wir haben auch schon 19.000 Seelen. Wir brauchen also nur noch 11.000. Oder gibt es hier unten noch irgendwo eine Zelle, die versteckt ist? Ich glaube nicht. Aber ich will diese Person auf jeden Fall finden, weil wir davon ein ziemlich gutes Item kriegen. Das ist nicht diese Person. Hier war ich doch auch drin. Was ist hier? Eine Hülle.
Mehrere Höhlen sogar. Ich möchte doch mal einen anvisieren, Mensch. Und hier ist sonst... Nur mit Versuchs mit dem Sturz angreifen. In der Zelle waren wir schon. Irgendwann bin ich durch alle Zellen aber auch mal durch. Also ich weiß einfach nicht, wo zum Geier. Achtung, heilig. Das könnte tatsächlich jetzt hier... Moment. Nein. Ich muss mir da ein Location-Video mal so ansehen oder sowas. Weil wir haben alle Vorbedingungen erfüllt. Ja, hier ist das Leuchtfeuer, wo wir quasi starten. Die drei toten Höhlen, die wir erledigt haben. Und hier gibt es keine weitere Zelle. Das ergibt keinen Sinn. Oder habe ich das Item schon? Nö, habe ich nicht. Da stimmt doch was nicht. Moment, ich muss was überprüfen. Und jetzt werde ich mal kurz mit einem Charakter eine Weile reden. Ich teleportiere mich mal zum Feuerbandschrein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da die Bedingungen erfüllt habe. Ach ja, übrigens. Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed Regal Archives in Anor Londo. And I have decided that I must search for him. Okay, das heißt, der macht sich auch auf den Weg und dann findet man ihn auch irgendwo in den Archiven. Oh, hello. Terrific to see us both ja. In one piece. Ist okay. Hier müsste es doch jemanden geben. Petrus. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Ach, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ja, dann muss ich eine Sache einfach überprüfen. Tut mir leid. By the Lords. No. This can't be. Nee. Oh doch, er hat ihn. Er hat den Elfenbein-Talisman. Dann ist da irgendein Fehler passiert. Und ich muss mal kurz zu einem Ort, um das zu überprüfen. Wenn ihr euch fragt, was dieser Elfenbein-Talisman ist, den kriegt man sonst, wenn man eine... Moment. Vom Sonnenlichtaltar komme ich da gut hin? Ich glaube nicht. Gemeinde der Untoten ist gut. Ach Quatsch, ich Idiot, ich muss doch gar nicht zur Gemeinde Untoten. Ich kann einfach von hier, vom Feuerbandschrein aus dahin. Denn es ist so, wenn man eigentlich ist es so, wenn man eine bestimmte Anzahl Wunder kauft, oder eigentlich alle Wunder von der, habe ich nicht alle Wunder? Ich meine, ich bin ziemlich sicher, dass ich alle Wunder gekauft habe. Dann verschwindet Petrus, Rhea. Diese Priesterin, die wir hier getroffen hatten, die dann wir auch in den Katakomben gerettet haben, da verschwindet die ja, taucht hier in der
Dings wieder auf, in der. Ja, bei diesem Altar hier, in den. In dieser Kapelle, wo die erste Glocke ist. Also in dieser Untotenkirche. Und eigentlich haben wir ja auch überprüft, die ist danach verschwunden, nachdem wir alle gekauft haben. Dann findet man die nämlich eigentlich in den Archiven des Herzogs wieder. Aber jetzt hier liegt tatsächlich was? Menschlichkeit. 7 Menschlichkeit und ein Amulett. Dann ist hier ein Fehler passiert. Aber jetzt haben wir halt den Talisman. Normalerweise würde man sie dann in einer Zelle finden. Wahrscheinlich in dieser, wo neben Brauchst Heiliger steht. Nicht Brauchst Heiliger, Vorsicht Heiliger. Wo sie dann als Hülle quasi steckt. Die wurde dann augenscheinlich entführt. Ansonsten, wenn man einfach nur eine gewisse Anzahl Gebiete cleart, tötet Petrus sie. Und hat dann den Talisman von ihr. Darum habe ich jetzt hier die 7 Menschlichkeit und sowas gefunden. Aber dieser Talisman ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht besser als der, den wir haben, weil er hat deutlich besseres Scaling für. Ich zeige es jetzt einfach mal. Ich mache mal einen großen Blitzspeer. Oder einen normalen Blitzspeer gegen einen. Es ist quasi der beste, den man für einen gewissen. Ja, wie soll man sagen? Es gibt ja immer diesen Magic Adjust Wert. Ich zeige jetzt mal kurz, wie viel Schaden mache ich mit meinem ganz normalen Blitzspeer, wenn ich den Leinwand-Talisman nehme. 542. Wenn ich jetzt den Elfenbein-Talisman nehme. Der blockt jetzt. Oh ne. 527. Muss mein Faith höher skillen. Dann mache ich nämlich mit dem Ding deutlich mehr Schaden. Das ist halt. Ist halt der Talisman, der quasi den höchsten Faith-Adjust-Wert für. Oder Magic-Adjust-Wert für hohe Faith-Werte hat. Ich werde ihn jetzt einfach eine Zeit benutzen, weil irgendwann outscaled er halt den Leinwand-Talisman vollkommen. Aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen Zeug gefarmt und Logans Quest dann in der nächsten Folge angefangen, würde ich sagen. Oder fertig gemacht. Ja, komm, ich krieg's vielleicht in dieser Folge sogar noch hin. Also, einmal kurz zurück ans Leuchtfeuer, zurück in die Archive. Teleportieren. Bitte zu dem Archiv des Herzogs. Ach, ich kann auch in die Kristallhöhle direkt. Nicht, dass es was bringt, aber ich kann dahin. So, wir gehen jetzt also runter, farmen die letzten paar Tausend. Vielleicht habe ich das sogar auch schon einfach dabei. Ich meine, ich habe hier ein bisschen Kram gefunden. Eine Heldenseele beispielsweise. Bringt 10.000 Seelen, bitte. Habe ich, was ich brauche. Dann Logan. Alte Säule. Oh, there you are. It's been a while. Or were you just here? This fascinating place defeats my sense of time. Gegenstand kaufen, Zielflugkristallseelenmasse. Come again. The knowledge here is limitless. I would absorb it, then share it with you. Ja. Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Irgendwas stimmt nicht, was? Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Was steht hier? Verzweiflung, ja. Wir sehen, irgendwas stimmt nicht mehr mit ihm. Und wenn ich mich jetzt ans Feuer setze, dürfte er weg sein. Oder, na, ich muss wahrscheinlich das Gebiet neu laden. Aber ich habe jetzt vor, mich nach Anolondo zu teleportieren. Denn ich muss quasi in den Raum zurück, in dem wir das erste Mal gegen Seath gekämpft haben. Und da nehme ich jetzt quasi einfach mal den klassischen Weg. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen die Möglichkeit, das abzukürzen. Ach übrigens, es gibt zu dem Ivory Talisman, den wir jetzt haben, also den Elfenbein-Talisman, noch eine Alternative.
die genauso gut ist in allen Belangen, außer halt, dass sie, glaube ich, ein bisschen weniger Mindestwillwert hat. Und das ist, wenn man den, wenn man Solaire tötet. Aus irgendeinem Grund. Sobald man Solaire getötet hat, kriegt man von ihm einen Talisman, der genau die gleichen Magic Adjust Werte bei allen Stufen an Wille hat. Allerdings hat er, glaube ich, einen geringfügig höheren Wille-Wert, den man dafür braucht. Ich überlege jetzt gerade, was war der schnellste Weg zu Seath? Also es gibt hier wahrscheinlich jetzt vor allem einen Weg, der offensichtlich ist. Und ich habe vor, dann gleich auch schon, also was heißt gleich, in der nächsten Folge ein bisschen was für den DLC-Content in den Weg, in die Wege zu leiten, ohne dass wir da wirklich hinwollen. So. Legen wir kurz den Hebel um, damit der Aufzug wiederkommt. Es hätte ja gar nicht so lange gedauert, bis wir da bei Seath in dem Raum waren. Ich trinke kurz einen Schluck. Und aufwärts geht's. Komischerweise kann ich nicht da lang. Also da hin, da drauf, was auch immer. Bis wir hier oben sind. Ach ja. Moment. Okay. Ach du Heilige, da war ja noch einer. Und noch einer. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, es gab ja auch noch einen Zauberer. Wie viele habe ich auf einen Schlag? Ach, hoppla. Ich habe auf einen Schlag ziemlich viel erledigt. Der eine hat geblockt, der gilt nicht. Aber sonst, das lief. So. Jedenfalls, dich haben wir hier noch. Ich überlege gerade, es war wahrscheinlich gar nicht mal wirklich der... Okay, das war einfach nur dumm. Ach, wisst ihr was? Ich mache das in der nächsten Folge. Komm. Ansonsten wird die Folge so lang, dass ich sie nicht mehr gut hochladen kann. Ich hoffe, ihr habt trotzdem weiterhin Spaß. Das ist konstruktive Kritik da. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wo es in den Archiven des im Archiv des Herzogs quasi noch für Leute, die ein Magic-Bild machen wollen, eine ziemlich geile Sache gibt, wenn man die Logan-Questline macht. Also dann, bis dahin. Cheerio.